Herzlich willkommen zurück zu Lightning Returns. Ja, danke Hope für diese Information. So, aber als erstes möchte ich noch kurz anmerken, dass es wieder was Neues im Premium Shop gibt. Und zwar habe ich mir mal etwas zugelegt und einmal dieses Tomb Raider DLC besorgt. Und einmal das Final Fantasy X-2 DLC mit der Yuna-Rüstung, dem Bruderherz und dem Wächterschild. Und dann gibt es noch Outworld Premium, okay. Schutzgardistin. Ach, cool, die von Final Fantasy 13. Auch nicht schlecht. Die Sturmklinge. Und den AMP-Schutz. Gut, dann werden wir jetzt mal unsere Kampfgarnitur ein bisschen bearbeiten. So. Wir können erstmal die normal anlegen, diese Sphärojägerin. So, einmal das Bruderherz. Und das Wächterschild. Wellenbrecher führt einen Serienangriff aus und schleudert mehrere Gegner in die Luft. Hui, nicht schlecht. Okay. Gut, der stille Wächter ist natürlich nicht schlecht. So, wir werden jetzt mal die ganzen Kampfgarnituren ein bisschen bearbeiten. So, ich würde mal sagen, das passt eigentlich soweit. Dann brauchen wir einen mit Magie. Also sehr viel Magie. Da schauen wir doch mal, wer hat den höchsten Magiewert? Lodernder Blitz. Weißmagie. Ja, das ist wohl der lodernde Blitz. So, Pyrofunke ist eingewoben. Passt ja perfekt. Dann die beste Waffe für Magie. Todesbote. Ja, das ist der Todesbote. Der ist in Nachtschatten drinnen. Warte, Nachtschatten haben wir nicht im aktuellen Ding. Dann nehmen wir den raus und tun ihn dahin. So, ein Schild. Ein passendes, gutes Schild, eventuell. Das ist schon ausgerüstet. Schwierig. Tja, also Magie sinkt auf jeden Fall bei jedem Schild. Gut, ein bisschen können wir es senken lassen. Dann schauen wir mal auf die TP und eventuell die ATB-Auffüllrate. Das Heidentum, das haben wir bei der Mikrote ausgerüstet. Nachtschatten. Schwarzmagier. Dann nehmen wir jetzt einfach das. So, dann was nur Magie steigert am besten. Das mit dem Schwarzmagier. Was haben wir denn da Schönes? Tja, dann müssen wir das wohl lassen. Magische Resistenz. Ja, ich glaube, das passt eigentlich auch soweit. Belzebubohren. Ja, das ist jetzt mehr so Dekoration. Da können wir auch mal was dran tun. Ein Kaktor. Okay. Irgendwas, was zum Zaubern passt, vielleicht.
Was nehmen wir denn da Schönes? Oh. Nehmen wir es einfach mal. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. So, gut, was haben wir jetzt hier? Aero, Pyrofunken und Blitz. Also, Angriff nehmen wir hier nicht. Dann nehmen wir jetzt nur Magie. So. Vielleicht noch eventuell was zum Blocken. Wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. So. Wo ist das ausgerüstet? Beim Schwarzmagier. Dann kommt das weg. So. Wir haben jetzt hier Aero, Feuer und Blitz. Brauchen wir Eis? Ne, ich glaube nicht. Ich nehme einfach... Ja gut, wenn wir schon Blitz haben, dann nehmen wir wenigstens das. Gut, dann sollte es auch so passen. Dann zum Schwarzmagier. Wir brauchen jetzt irgendeine Rüstung, also eine Kampfgarnitur, die wo negative Statusveränderungen herbeiführt und das nicht mal ganz so schlecht. Also schauen wir mal, ob wir irgendwo eins finden, das wo einen guten Magie, also Magiewert hat und vielleicht Angriff auch nicht ganz so schlecht. Ne, ich glaube der Schwarzmagier ist schon fast am besten. Ja, lassen wir mal den Schwarzmagier. So, dann schauen wir mal. So, da vielleicht irgendwo was. Gut, dann lassen wir den Todesboten auch. Dann ein gutes Schild. Gnade der Göttin wäre gar nicht mal so verkehrt. Warte, wir haben 7500 Lebenspunkte. Mit Gnade der Göttin hätten wir noch 4500, 3000 weniger Punkte. Aber natürlich steigt das ganze andere Zeug. Ja, scheiß drauf, nehmen wir sie mal. So, dann könnten wir natürlich noch ein bisschen die Lebenspunkte erhöhen. Warte mal, wir brauchen jetzt was, das die negativen Zustände erhöht. Tja, was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Teufelskreole hat der lodernde Blitz. Also hier dämonenfäustliche Resistenz über die Gina. Die Courage. Wohl die Gina passt, glaube ich sogar. Dann, was können wir da noch nehmen? Als Dekoration. Ja, so ein kleiner Kaktus nebenbei hilft doch bestimmt. Jo. So. Ach, obwohl die hat's ja... Nee, das ist ja scheiße. Wir brauchen irgendeine Rüstung, wo... Also die, Band zum Beispiel, das merken wir mal. Die, wo negative Zustände hervorruft. Bann, Eilruin, Feuer, Staubblocken, Blitz, Eis, Aero, Feuer... Leichter Hieb, ruinieren, blocken, angreifen, Blitzschlag, Blitz, angreifen, greifen. Ja, dann nehmen wir mal das. Die Cyberkriegerin. Jetzt ist die Frage, ob wir da noch ob wir eine andere Waffe dann nehmen müssen. Ne, anscheinend nicht. Und hier vielleicht ein anderes Schild. Wir haben jetzt 938 Magie. Wenn es jetzt ein bisschen sinkt, ist gar nicht mal so schlimm.
Ja gut, ich denke jetzt mal, wir brauchen als für negative Zustände viel ATB. So, was bringt denn die ATB am meisten? Der AMP-Wächter, Schutz, das ist toll. Blockvermögen natürlich null. Ja gut, nehmen wir einfach mal. So, wir haben jetzt hier Bann. Dann negative Zustände. Fluch erteilt Magie schon und macht das Ziel störenfällig beim Ausführen seiner Handlung. Die Gegner erteilt Magieschaden und schwächt die magische Angriffskraft. Die physische ist immer Magieschaden. Die Wahl. Magische Resistenz. Gut, dann machen wir einmal die Wahl. Einmal die Gegner, oder? Oder die Protest? Ne, machen wir. Machen wir mal das oder. Ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Puh, gar nicht mal so einfach. So, was zum Schützen natürlich brauchen wir auch. Ausweichen, toll. Ja, Blocken ist beim Nachtschatten. Sanftblocken beim Rang 1 Soldat und Blocken beim lodernden Blitz. Nachtschatten. Nachtschatten, haben wir das. Haben wir den ausgerüstet? Ach, das Ding. Kann ich tun mal löschen. Die auch. So, blocken. Jetzt haben wir Bann, die Wahl. Und was nehmen wir noch? Fluch oder die Protest? Boah, ich habe keine Ahnung. Nehmen wir doch einfach mal die Gene. Dann schwächen wir noch die magische Angriffskraft. Haben hier die magische Resistenz geschwächt. Und schwächen die physische Resistenz. Ich glaube, so ist am besten. Gut, und jetzt schauen wir uns noch einmal den Rang 1 Soldat an. Ach, nichts angeben. Da wäre ich fast schon für. Ach. Löschen. Und ein Soldat, dann nehmen wir, glaube ich, die Sphärojägerin. So, dann die Waffe. Wo ist jetzt dieses Bruderherz? Hier. Das singt ja. Das ist ja doof. Gut, was für eine Waffe nehmen wir hier? Auf Angriff basiert, physischen Angriff. Okay, alles sinkt, dann ist die anscheinend am besten. Dann was für eine. Oh, Wächterschild wird natürlich Angriffskraft erhöhen. Und zwar um einiges. Cool. Merken wir uns mal. Dann wird nur die Lebenspunkte steigen. Gnade der Götzen haben wir aber schon noch nicht ausgerüstet, okay. Wächterschild oder Gnade der Götzen, wo ist sie jetzt? Da. Ah, wohl. Nee. Dann nehmen wir das Wächterschild. So, physische Angriffskraft steigen. Teufelskrolle, wir hatten das Ding dran. Der oder eine Blitz, der lasst es mal. Schutzfäustling, halt physische Resistenz. Die Courage, die Gene. Ja, ich glaube, das passt schon, die Schutzfäustlinge. Dann
Ein bisschen Deko. So, was nehmen wir denn noch Schönes? Ein Blümchen. Nein, Lassie ist sie keine mehr. Fliege, Goldbrosche, Feenflügel. Mein Gott. Nein, auch nicht. Brille, Ze, nein, nein, auch nicht. Gut, dann nehmen wir eben. Wo war jetzt diese Blüte? Hier. So, kriegst du eine Blume. So, was haben wir jetzt hier? Wellenbrecher, das ist schon mal wichtig. Dann zum Blocken. Details, wer reduziert den Schaden gegnerischer Angriffe, Attacken und halt allmählich TP während des Blockens. Das wäre fast schon. Das ist eigentlich super. So, was haben wir jetzt hier? Krafthieb. Rundumfähiger, leichter Hieb, Fatalkehre, Ladungsangriff. Der Krafthieb war eigentlich immer sehr gut. Starker Angriff, Blocken, guter Angriff, Elektroschlag, erteilt Blitze immer dann physischen Schaden. Vertrag hier. Für den Attack in Richtung des Allers erteilt physischen Schaden. Das ist eigentlich gar nicht mal so blöd. Gut, starker Angriff, verteidigen. Normaler, guter Angriff. Denke jetzt einfach mal. Und Fatalkehre auch nochmal ein guter Angriff. So, ich hoffe, wir sind jetzt einigermaßen gut gerüstet. So, dann speichern wir jetzt auch nochmal, dass mir nichts verloren geht. Zack. Zack. So, und jetzt müssen wir zum Snow. Warte, auch mal eine andere Rüstung. Die ist auf Magie, die ist auf Schwächen und die ist auf Angriff. Gut, wir haben, es ist 3.35, dann nehmen wir eine Chronostasis. So, jetzt auf zum Snow. Ach, schau an. So, dann können wir es gleich mal testen, unsere... Okay. Ui. Pyrofunken ist ja mal geil. Die Protest, die Wahl und den Krafthieb. Wuhu. Ach ja, stimmt, von Final Fantasy X-2. Die Siegesmusik ist ja auch nicht schlecht. Schön, schön. So, auf zu Snow. Ach, schau an. Okay, hier ist ein fetter Chaosherd. So, Fatalhieb. Krass. Aero, Pyrofunken. So, Dewal, die Protest, Krafthieb. So, Pyrofunken. So, Dewal, die Protest, blocken. Und stirb. Oh yeah. So, ich würde mal sagen, jetzt sind wir langsam wieder gut gerüstet. Hier für die Chaosherde zum Beispiel. Was macht hier so ein komischer Vogel? So, Deprotest, Deval, Aero, Pyrofunken
So. Na komm schon. So. Okay, let's go. Wellenbrecher. So, Pyrofunken. Time to mix it up. Na komm schon, stirb! So, die Wall, die Protest. Na komm schon. This is already over. Gut, gar nicht mal so schlecht. So, oh, schau an. Seelensamen gibt's hier auch. Nur einen? Ist ja fast schon schade. Da ist noch einer. So, hier haben wir das Cocoon-Abbild. Also dieses Kronleuchter-Dingsbums. Ach, ein Niblet. Ja, den machen wir mal platt. So, und den Wellenbrecher. Oh yeah. So, mal so ganz nebenbei, wie viel Heiltränke haben wir eigentlich? Oh, schön zu wissen. Fast nichts mehr. Gut, die Zeit geht wieder weiter, dann halten wir sie wieder an. Wir müssen das hier ja vor 6 Uhr beenden. Na super. So, einmal D-Ball und D-Protest. Okay, let's go. Keep up if you can. So, Pyrofunken. Thanks for waiting. So, Krafthieb. I'm no thief. So, Aero. Jetzt, ach komm, brauchen wir Angriff. Oh yeah. Na komm schon. Oh yeah, cool. So, jetzt müssen wir uns mal ganz kurz heilen. Alles klar. So, weiter geht's. So, den Weg kennen wir ja noch von damals. Ja, wir wissen, dass das nur noch ein Lissi ist. Beziehungsweise wieder. Oder immer noch. He'll turn into a monstrous thief, a beast without a mind or a heart. That's one fact I really don't need reminding of. Of course, we were the sea once too. All six of us, crushed under the fear of becoming sea and crushing our fates. Ja, genau. Ihr wart alle mal Let's see. So, Aero, Pyrofunken. Ha, perfekt. So, und weiter geht's.
Alter, was macht denn der hier? Hui! Gegen den würde ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. Auch wenn er machbar wäre, aber nö. Sehe ich gerade nicht ein. Oh, ein Chaosherd. Mit so einem Viech. Ernsthaft? Krafthieb! Yeah. Dazu sage ich jetzt mal gar nichts. Gut, die ATB werden wieder. Die EP werden wieder voll. Das müssten wir eigentlich mal ausnutzen. Vita Gar. Ja, würde ich. Nee, das ist ja doof. Ja, komm. Bevor wir da jetzt das EP sammeln. Ja. EP sammeln und die dann nicht sparen können, benutze ich sie lieber. Ach, ein Anubis. Perfekt. So, Pyrofunken. Verdammt, Krafthieb. So, Blitzfunken. Woo! Wunderbar. So, hier waren wir auch schon mal. Gut, dann jetzt hier drinnen. Nein, 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 nein. Bist du wahnsinnig? Was macht denn das riesige Teil hier? Nein, ich will nicht gegen das Ding kämpfen. Verschwinde! Gut, es ist weg. Jetzt müssen wir aufpassen. Ah, Gott sei Dank. So, jetzt sind wir da oben. Ach, schau an. Eine Mithril-Medaille. So, dort vorne konnten wir letztes Mal nicht rein. Gut, da gehen wir doch mal rein. Wow. Da kommt sehr, sehr viel Chaos. So ein scheiß Vogel. Nein, jetzt habe ich das Viech getroffen. Ich glaub's ja echt nicht. Time to repent. So, Pyrofunken. So, komm schon, Pyrofunken. Gehst du weg? So, Wellenbrecher. Woohoo. So, perfekt, langsam läuft es ja wie geschmiert. Aha. Drücke den Schalter, um die Tür zu öffnen. Wann immer du verschlossene Türen findest, zieh dich um, ob es nicht vielleicht in der Nähe einen Schalter zum Öffnen gibt. Ja, das wäre mir jetzt irgendwie klar gewesen. So, die Tür ist offen. Oh, Chaos. So, Wellenbrecher. So, Wellenbrecher. Wuhu. Und tschüss.
Yeah. So. Gut, dann würde ich mal sagen, wir speichern hier wieder mal. Zack. Zack. Und dann war's für diese Folge. Und nächste Folge geht's dann hier weiter Richtung Snow. Also ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dann, Leute. Ciao.